Hallo, es ist wieder Plätzchenzeit. Wir sind auch gerade dabei, unsere ersten Adventsplätzchen zu machen. Und vielleicht habt ihr ja auch Lust, dieses Jahr nicht nur darauf zu achten, dass die Plätzchen möglichst weihnachtlich aussehen und möglichst gut schmecken, sondern auch darauf zu achten, was eigentlich so in Plätzchen drin ist. Kauft zum Beispiel keine Fertigplätzchen und Fertigkekse aus dem Supermarkt. Da versteckt sich oftmals richtig viel Palmöl drin oder auch so Fertigbackmischungen für Kuchen oder Plätzchen. Auch in denen ist oftmals sehr viel Palmöl enthalten. Für den Anbau von Palmölplantagen werden vor allem in Malaysia und in Indonesien hektarweise tropischer Regenwald abgeholzt. Und Tiere und Pflanzen, die dort eigentlich leben, verlieren ihren Lebensraum oder sterben teilweise auch sogar aus. Deshalb wäre es gut, wenn ihr darauf achtet, was so auf den Inhaltsangaben, zum Beispiel von Margarine, steht. Ich glaube, fast alle Margarinen, die es so im Supermarkt zu kaufen gibt, haben Palmölanteil. Wir haben aber welche herausgefunden, die einen sehr geringen oder gar keinen Anteil haben. Zum Beispiel Sojola Streichfett von Rewe oder die Sonnenblumenmargarine von Ja. Die hat zumindest einen sehr geringen Palmölanteil. So, unsere Plätzchen sind jetzt auch fast fertig. Und ich kann euch sagen, ich habe schon gekostet. Die sind auch ohne Palmöl oder vielleicht gerade deshalb besonders lecker.